Hallo und herzlich willkommen bei Lurelda.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe im Bereich Wachstum auf dem Niveau der Kursstufe an, also Wachstum mit Hilfe von Exponentialfunktionen. Es geht um folgende Aufgabe: Wir haben einen Patient, der muss ein Medikament einnehmen und er nimmt einmalig 200 Milligramm eines Medikaments bzw. eines Wirkstoffs ein und man weiß von diesem Medikament, dass innerhalb von 2 Tagen die Hälfte abgebaut wird, also die Halbwertszeit dieses Wirkstoffs 2 Tage beträgt. Jetzt ist die Frage: Was soll erstmal die Funktion bestimmen, die die Menge dieses Medikaments oder dieses Wirkstoffs in Abhängigkeit der Zeit x in Tagen beschreibt. Das heißt, wenn ich herausfinden möchte, ja, was ist denn nach 5 Tagen oder nach 10 Tagen oder nach 15 Tagen, muss ich es einfach nur dann noch in die Funktion einsetzen. Dazu soll man auch die zugehörige Differentialgleichung aufstellen, also die Differentialgleichung dieser Wachstumsform. Fangen wir damit mal an. Die Funktion f von x, wir sehen, wir haben eine einmalige Zugabe von diesen 200 Milligramm und danach fällt es immer weiter ab. Es handelt sich also um einen exponentiellen Zerfall, ähnlich wie zum Beispiel bei radioaktivem Zerfall. Wie ihr hoffentlich noch wisst, ist die Funktionsgleichung bei einem exponentiellen Zerfall f von x, f von 0 mal e hoch minus k mal x. Manche von euch kennen vielleicht f von t gleich f von 0 mal e hoch minus kt, das ist natürlich das Gleiche. So, jetzt wissen wir, f von 0, der Anfangsbestand, ist 200. 200 Milligramm. Also 200 mal e hoch minus k mal x. Und jetzt fehlt uns noch dieses k, das wir bestimmen müssen. Jetzt wissen wir ja, dass nach 2 Tagen nur noch die Hälfte des Medikaments übrig ist. Das heißt, wenn ich für x2 einsetze, muss f von x gerade 100 sein. Das heißt, hier steht dann 100 gleich 200 mal e hoch minus k mal 2. Und jetzt muss ich das nur noch nach k auflösen, dann bekomme ich unseren letzten Parameter, den wir gesucht haben. Das heißt, ich teile durch 200, da steht dann da, 100 durch 200 ist 0,5, ist e hoch minus 2 mal k. Jetzt mache ich, um das e wegzubekommen, auf beiden Seiten den ln. Dann steht dann da, ln von 0,5. Und hier e und ln löscht sich gegenseitig weg, da steht nur noch minus 2k. Dann teile ich noch durch minus 2, dass ich das k allein stehen habe. Dann steht dann da ln von 0,5 durch minus 2 entspricht unserem k. Das kann ich jetzt in den Taschenrechner eingeben und erhalte dann die Lösung. Das ist etwa 0,3466. Besser lieber mehr als 2 Nachkommastellen hier nehmen. Bei solchen kleinen Zahlen, gerade bei k, empfiehlt sich dann 3 oder 4 Nachkommastellen zu nehmen. Das heißt, wir haben jetzt beide Parameter bestimmt, f von 0 und k. Das heißt, unsere Funktionsgleichung ist f von x gleich 200 mal e hoch minus 0,3466 mal x. Mit dieser Funktionsgleichung können wir alle beliebigen Zeitpunkte bestimmen und deren Konzentration des Medikaments. Jetzt fehlt uns noch die Differentialgleichung. Wie ihr auch hoffentlich noch wisst, ist die Differentialgleichung für ein exponentielles Wachstum oder einen exponentiellen Zerfall gerade f' von x gleich k mal f von x. Das heißt, die Ableitung ist proportional zur eigentlichen Funktion. Und das k, das haben wir hier schon bestimmt. Hier müssen wir allerdings vorsichtig sein, dass es sich um exponentiellen Zerfall handelt. Nehmen wir das Minus hier noch mit, f' von x minus 0,3466 f von x. Das ist auch in dem Sinne logisch, weil ja die Ableitung, also die Steigung der Funktion, immer negativ sein muss, weil es ein exponentieller Zerfall ist. Das heißt, das Minus kommt hier mit. Das ist die Differentialgleichung. So, eine weitere Teilaufgabe davon war, wie viel Milligramm des Wirkstoffs nach 10 Stunden noch vorhanden sind. Ja, wir wissen nun, nach 2 Tagen ist es die Hälfte, das ist 100 Milligramm. Das können wir schätzen, ja, nach 10 Stunden sind das vielleicht 160, 170, 180, etwas in diesem Bereich. Wie kann ich es bestimmen? Naja, ich schaue einfach, was ist 10 Stunden, wenn ich sie hier in x einsetze? 1 wäre ein Tag und das sind dementsprechend 10 Stunden. 10 24stel Tage. Das heißt, x entspricht 10 24stel. Ja, also einfach der 10 24stel eines Tages sind gerade 10 Stunden. Das heißt, wenn ich das in f von x einsetze, also f von 10 24stel, setze ich das in die Funktion ein, die wir hier bestimmt haben. 200 mal e hoch minus 0,3466
mal 10 24. Und das erledigt uns jetzt natürlich auch der Taschenrechner. Es kommt heraus 173,11. Die Einheit ist selbstverständlich Milligramm. Das heißt, es sind noch 173,11 Milligramm nach 10 Stunden vorhanden. Der letzte Teil, vorerst letzte Teil, beinhaltet das Folgende. Und zwar soll der Wirkstoff in einem späteren Bluttest nicht mehr nachgewiesen werden. Ihr kennt solche Bluttests zum Beispiel von Dopingfällen oder von ärztlichen Untersuchungen, wo dann sozusagen dieses Medikament, das möglicherweise irgendeine Funktion hätte oder irgendeine Dopingwirkung hätte, nicht mehr nachgewiesen werden sollte. Wann ist dann das der Fall? Und das kann ich nun auch bestimmen. Ich weiß ja, nicht mehr nachgewiesen ist weniger als 5 Milligramm. Das heißt, ich schaue einfach, wann ist noch 5 Milligramm drin, also die Konzentration noch 5 Milligramm. Und dann weiß ich, ab diesem Zeitpunkt später ist es nicht mehr nachzuweisen. Das heißt, f von x setze ich einfach als 5, also als 5 Milligramm ein und löse dann nach x auf. X ist unsere Zeit. F von x haben wir hier oben 200 mal e hoch minus 0,3466x. Und jetzt löse ich das Ganze nach x auf, geteilt durch 200. Da haben wir hier 5 200stel. Entspricht e hoch minus 0,3466x. Ich kann die 5 200stel auch als 0,025 schreiben. Weil diese Brüche habe ich nicht so gern. Jetzt kann ich auf beiden Seiten den ln machen. Das heißt, hier steht dann ln von 0,025 gleich e und ln löscht sich gegenseitig raus, minus 0,3466x, teile ich durch minus 0,3466 da steht also da ln von 0,025 durch minus 0,3466. Und das entspricht unserem x. Und das können wir uns wieder am Taschenrechner ausrechnen lassen. Das entspricht gerade 10,64. Und auch hier die Einheit ist wichtig. Wir haben ja gerade gesagt, oben das x ist in Tagen, das heißt, es sind Tage. Das heißt, unser Patient muss fast 11 Tage warten, bis das Medikament nicht mehr im Körper nachgewiesen werden kann. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.lurelda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.